Boah, ich glaube, jetzt weiß ich, wie sich so ein Latif gefühlt. Ja, so wie ich. Hallo zusammen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Format und zwar mit einer Koop-Karriere im Williams in F1 2020 mit dem Sebastian von Feel Racing. Und das Ganze ist ein Projekt auf Twitch, was wir regelmäßig jetzt jede Woche auf Twitch bringen wollen. Wir wollen 25% Rennen heizen und das eben live mit euch zusammen. Also wenn ihr Bock habt, schaut rein. Hier ist die erste Folge. Los geht's. Also ich habe jetzt die KI mal auf 105 gestellt. Ne? Einfach mal so zum Testen, ja, jetzt, für den Anfang. Okay, das wird könnte krass, zu hart okay. sein, ich weiß es nicht. Ja, für mich wird es wahrscheinlich zu hart. Ich bin also Latifi, okay? Ja, klar. Gut, dann bin ich Latifi. Okay, also starten, dann... oder? Ja, oder? Sollen wir direkt loslegen, komm. Oh, die sind schon hart schnell, ne? Oh ja, 20-2. Siebzehnter aktuell. So. Ach, hast mich sogar überholt. Wie? Ach, ich war schneller? Ich bin. Ich bin 18. Ja. gerade, aber keine Sorge, da ist noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Also ich brauche auf jeden Fall. Oh nein, ich brauche wieder Sprit. Ja, realistisch, oder? Ein bisschen ja, müssen wir noch zulegen vielleicht. Realistische Fahrzeugleistung. Das heißt, wir werden. Also ich werde auf jeden Fall in der letzten Reihe stehen. Das sage ich euch schon. Ja, ich wahrscheinlich auch. Nein! Was passiert? Ich hab einen Spinaller gemacht. Aber hey, ich bin immer noch P17. Jawoll! Stark. Aber wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht während der Saison ein Angebot von einem stärkeren Team kriegen. Mal gucken. Ja. Das stimmt. Wir werden unser Bestes geben. Genau. Wir sind ja Newcomer. Aber 4 Sekunden hinter Hamilton ist schon hart. Das ist hart. Aber Patrick, man darf nicht vergessen, im Qualifying ist die KI meistens stärker als im Rennen. Das ist in der Karriere auf jeden Fall so. Ja. Ich sag mal, selbst wenn man jetzt von ganz hinten startet, dann ist noch nichts verloren. Da kann man immer noch irgendwie, wenn man Glück hat, ja, und gut fährt, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommen. Aber Top 10 halte ich für relativ ausgeschlossen. Ich habe auf Fett gestellt, deswegen. Und nicht auf Max. Oh, das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Egal, ich hänge noch mal eine hinten dran, was soll's. Ja, es reicht nicht. Sprit reicht nicht ganz für die Runde. Ja. Schade. Aber P18 passt auch. Ah nein, Vettel. Oh, Vettel hat noch eine Zeit. Ja. 19. und 20. Ja. So wie vermutet. Also, Rennstrategie. Was machen wir denn da? Vielleicht, wenn ich auf Soft starte, dann kann ich direkt am Start vielleicht was ummachen. Möchtest du vielleicht die andere Strategie fahren? Also du fährst dann auf Medium und ich starte ja auf Soft dann. Ah, machen wir das lieber so, komm. Ja, ja, und ja, bisschen, gut, dann kommen wir uns nicht in die Quere. Genau, haben wir ein bisschen Dynamik. Ja, sollen wir losfahren. Einführungsrunde ja ist an, oder? Nee, oder die habe ich, glaube ich, ausgestellt. Habe ich ausgestellt. Okay. Ah nein, warum denn? Ist doch wichtig, Reifen aufhören. Stellt er einfach die Einführungsrunde aus. Ach. Geht die Welt jetzt nicht von unter. Einfach einsam hinterherfahren. Aber es ist schon wenig Grip am Start. Boah, sehr wenig Grip am Start. Kommt von außen. Oder nicht. Boah, ich habe überhaupt gar keinen Grip. Du so? Oh. Ja, aber ist ja richtig schlimm. Geht's. Es liegt, glaube ich, an den harten Reifen bei dir. Ja. Aber schau mal, es fahren auch alle soft. Ja. Das war wohl nicht so gut. Na, vielleicht zahlt es sich am Ende bei dir aus. Ja, schauen wir mal. Ich kacke jetzt wahrscheinlich richtig ab die ersten Runden. So richtig allein fahren, so ein bisschen abkürzen. Ein bisschen ERS verballern.
richtig mit der Feld hinterherfahren. Geil. Richtig Bock drauf. Ja, ja, ich sag's euch. Ich werde euch alle am Schluss überholen. Alle am Schluss. Ja, und kannst dranbleiben. Geht's. Ich bin 18, nicht 18., 19. Ich seh's. Ich hab Gymnasie vor mir, aber ich komme irgendwie nicht näher. Ich seh's, ich seh dich doch. Boah, ich glaube, jetzt weiß ich, wie sich so ein Latif gefühlt. Ja, so wie ich. Ja. Stimmt, der Russell, der ist ja immer ein bisschen weiter vorne dabei. Aber Russells Talent habe ich nicht. Achso, du meinst nach dem Safety Car, also im Safety Car einfach abbiegen in die Mauer? Ja, genau. Oh, hier ist einer ausgeschieden. Ocon, ja, eine Position gewonnen. Ne, der fährt noch, der fährt noch, der fährt noch. Jawoll! Ich hätte es beinahe weggedreht, ey. Von virtuelle Safety Car, alles klar. Oh, VSC. Delta, 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 Delta. Delta, Delta. Keep your Delta. Gehst du jetzt rein? Ja, ich gehe jetzt rein. Okay. Also wenn ich mir eine Zeitstrafe hole, dann ist eh vorbei. Also ich bremse ganz, ganz früh in der Box dann. Okay, also Softreifen, vielleicht bringen die ja noch ein bisschen was. Glaube ich aber kaum irgendwie. Go, go, go. So, aber der Fuel Racing muss noch an die Box gehen. Ich war schon. Ist jetzt. Gerade rausgefahren. Und hat sogar einen Platz gut gemacht. Vor einem Haas rausgekommen. Okay, Latifi. It's hammer time. Nein! Und Dreher. Was mach ich denn? Gelb. Oh, jawoll. Ach Gott. Da ist er, der Field Racing Sepp. Jawoll, internes Duell. Ey, immer das Gleiche. Spinala. Immer das Gleiche. Wird Latifi diesen Kampf gewinnen? Gegen seinen Teamkollegen. Also ich habe gerade eine Position gewonnen. Ich bin jetzt 18. Kommt doch noch. Walter Ribottas ist jetzt schon über die Linie. 15 Runden. Alter Verwalter. Ja, läuft bei ihm. Ja, das hat ihm richtig gezeigt, dem Hamilton. Ja. Naja, letzte Kurve. Oh. Teaminternes Duell gewonnen. Jawollo. Ein kleiner Erfolg. KI 100 vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also 105 war definitiv zu hart. Hundertprozentig. Also wirklich, wenn ich mich nicht gedreht hätte, ich hätte maximal den Magnussen überholt gehabt. Aber sonst nichts. Sonst nichts. 100. Also das war schon Grenze. Ja, das gibt mir Hoffnung. Ja, wir stellen jetzt definitiv mal ein bisschen runter. KI auf 100, ich glaube, das ist besser. Das ist besser. Wenn ihr das ganze Projekt weiterverfolgen möchtet, dann schaltet gerne ein auf Twitch regelmäßig jede Woche unter der Woche mit uns beiden zusammen. Haut rein, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream. Bis dann, wir sehen uns. Bye, bye.